Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute mal kein Gameplay, sondern ein kleines Unboxing und ja, ich bin echt froh, dass ich hier sagen kann, ich habe ein Merchandise-Paket bekommen von Resolution Games. Das sind die Demio-Macher und ja, ist eigentlich eine ganz witzige Story, warum wir das Spiel überhaupt testen durften. Ich habe ganz viele englischsprachige YouTube-Kanäle vorab gesehen, die Demio getestet haben, testen durften und vorab auch zeigen durften. Und da habe ich bei Twitter einfach mal gepostet, und wie sieht es mit den deutschen VR-YouTubern aus? Und habe dann auch ein paar Leute verlinkt. Und ja, dann haben wir Kids bekommen, der Chris Reality, der Hoshi 82, der Patrick von die Zugstube und meine Wenigkeit. Und ja, wir durften das Spiel dann an Release-Tag direkt zeigen und ja, haben dann auch gleichzeitig noch ein Merchandise-Paket jetzt bekommen. Also vielen, vielen Dank Resolution Games. Ja, ist auch nicht selbstverständlich und ich bin gespannt, was drin ist. Ich habe mal grob auf Fotos von den anderen gesehen, was so drauf ist. Oder drin ist. Aber ja, jetzt packen wir das Ganze mal aus. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich weiß auf jeden Fall, um was es sich ungefähr geht. So. Ich packe das jetzt erstmal hier so raus. Und ich sehe schon den Demio. Schriftzug hier, ja. Jetzt mache ich die Folie noch weg. So, und ich kann hier jetzt auch mal ab und zu mal umschalten hier, dann sehen die Leute auch mal die ganze Pracht. Die Folie packe ich jetzt auch erstmal weg, die brauchen wir ja nicht mehr. So, jetzt haben wir hier Demio. Und jetzt packe ich mal aus hier. Oh, noch mehr Folie. Echt cooler Karton. Und jetzt habe ich hier eine kleine... Ja, einen kleinen Brief. Hi Tupac VR, are you ready to set the Mad Elven King free? Or die trying? Demio is now available on Oculus Quest and Steam. See you in the dungeon soon. Best Ember Marketing Manager. Ja, dank der Ember haben wir auch die Keys bekommen und das Merchandise-Paket. Also, Dankeschön Ember. Oh, eine echt coole Karte. Glänzt auch schön. Cool, gefällt mir. Auch noch mehr Folie weg. Aber wir könnten auch mal so, ne? So, das sieht ja cool aus. Das sieht cool aus. Gefällt mir. Jetzt haben wir hier erstmal so ein Introductory Booklet. Ah, die kenne ich auch aus dem Spiel hier, die Figur. Kleine Story hier, Geschichte zum Spiel, natürlich auf Englisch, aber trotzdem cool. Und hier sehen wir die ganzen Karten, die man freischalten kann bei den verschiedenen Charakteren. Hier haben wir den Bogenschützen oder die Bogenschützin. Ne? Hier haben wir die ganzen Karten, die wir so benutzen können oder die wir am Anfang haben, würde ich jetzt mal sagen. Hier haben wir den Assassinen. Den Guardian. Quasi der Krieger. Und hier kommt der Zauberer. Friends and Foes. Also Freunde habe ich da noch nicht gesehen, muss ich sagen. Außer mit den Leuten, wo man dann so ein bisschen ja, mit durch den Dungeon zieht. Ne? Das sind natürlich Freunde. Hier haben wir die Lampen, die wir kaputt machen können. Dann passiert natürlich immer was, ne? Ob Feuer, Eis oder Gas, Giftgas dann austritt und den Gegnern dann Schaden macht. Und natürlich auch den Mitstreitern, ja, da muss man auch vorsichtig sein. Hier haben wir unseren allseits beliebten Würfel. Wow, echt cool. Also ich zeige das jetzt mal mit der anderen Kamera.
Kann man vielleicht noch besser erkennen dann. Richtig schön gedruckte Figürchen. Mega, sieht richtig gut aus. So ein bisschen lackiert. Hier unten auch mit Dimiu. So, haben wir den. Was haben wir denn sonst noch hier? Da versteckt sich noch einer. Wir haben auch noch mal so ein Bösewicht, ne, den wir aus dem Dungeon kennen. Das sieht alles aus, als ob es wirklich aus dem 3D-Drucker kommt, würde ich jetzt mal vermuten. Ha, die Red. Das sieht richtig cool aus, auch sehr, sehr detailliert, finde ich. Ein bisschen kleiner gestaltet, aber trotzdem nicht weniger detailliert. Kann ich gleich vielleicht noch mal mit der anderen Kamera zeigen. Dann haben wir hier. Das ist der, den wir am Anfang treffen, ne? Also der ist uns, glaube ich, nicht böse gesinnt. Aber auch sehr cool mit der Laterne hinten dran. Zeige ich euch auch gleich nochmal in der großen Kamera. Wir haben einfach nochmal irgendwelche Sticker. Die zeige ich euch jetzt wirklich mal mit der anderen Kamera. Ability Cards, okay. Das sind für mich jetzt irgendwelche Aufkleber eher, würde ich mal sagen. Aber cool, sieht cool aus. So, was haben wir hier noch? Ein kleines Säckchen. Ein Dimio-Säckchen. Wow. Ganz vielen tollen Würfeln. Schadenswürfeln und wahrscheinlich Bewegungswürfel, wie weit man gehen darf. Ist denn noch was da drin? Ich muss jetzt erstmal echt mal schauen. Jetzt bin ich. Oder war es das? Ich denke, das war's, ne? Ja. Es versteckt sich nichts mehr drunter. Ja, aber echt cool und ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sowas bekommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich das Paket hier mal verlosen werde. Ich gucke mir das jetzt noch mal genauer an und ja, vielleicht mache ich da eine Verlosung drum, wenn es da wirklich Fans für gibt, ja, die da richtig drauf abfahren auf sowas. Ja, schreibt mir einfach unter die Kommentare, ob ihr euch ein Gewinnspiel dazu wünscht, ob ihr da was mit anfangen könnt. Und ja, dann schaue ich einfach mal, ob ich das jetzt verlosen werde bald. Also ich finde es echt ein richtig tolles Set und ja, wer Fan von solchen Games ist, von so Tabletop-Games, ja, der wird mir hier mit Sicherheit auch seinen Spaß haben. Von daher würde ich sagen, einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn es genug Leute sich wünschen, so ein Paket zu Hause zu haben, ja. Dann haue ich eventuell mal ein Gewinnspiel raus zu dem Teil hier. Und ja, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.